Halt! Dann morgen kommt der Auto. Verstanden. Langsam, nicht so schnell. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan, du bist Soldat, jetzt pisst dir mal nicht ins Hemd. Nutz die Bäume als Deckung. Als wenn er mich so nicht sieht. Lächerlich. Warte, bis er vorbei ist. Ruhig, Preacher, ruhig. Warte hier. Ja, können die mal die Fresse halten, das regt mich ja so auf. Dass sie nur am Scheiße labern sind. Roger. Alles okay, hier warten wir. Hassans Männer, lass dir Zeit. Verstanden. Warte, bis er vorbei ist. Sehr schön. Oh, Scheiße. Aufpassen, ihr kriegt Besuch. Fahr hier nach rechts. Nimm das Fundament als Deckung. Warte, bis er vorbei ist. Gut, das sollte reichen. Gute Arbeit, Preacher. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Okay, du hast das Körper verlassen. Sehr schön. Geradeaus. Hatte ich vor, ja? Es geht nirgendwo anders lang, mein Freund. Die Verbindung ist weg. Fahr wieder auf die Sheikh Zayed. Rush Hour in Dubai. Schlängel dich durch. Der möchte nur so. Zurück auf den Freeway. Der möchte nur so 5-6 Sätze, oder? Achtung, Straßensperre. Verstanden. Da kommt noch ein Fuck. Warte, wie ist dein Status? Aufpassen. Achtung, wie ist dein Status? Aufpassen. Okay, du kommst jetzt gleich an eine Baustelle. Auf eine Baustelle. Klasse. Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen. Autsch! Aufpassen! Da kommt er wieder! Los, los! Ich verliere den Anblick, siehst du, dass du es gerade Zeit zu schaffen. Ja, Roger, das da. Hab ihn! Was war das? Wir packen uns fest. Umfahr ihn! Wow! Cool, Bruder! Den hat's zersägt! Abschneiden. Check, Kinder. Benutzt die Baustelle. Los, ich geh raus hier. Ja, das ist vor. Das hat wehgetan. Ah, da ist immer noch einer hinter mir. Hab ihn. Klasse. Gut gemacht. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Oh Gott. Warte, ich hab dich. Ich denk wieder. Gleich am Parkhaus. Check dein GPS. Ja. Preacher, fahr zum Parkhaus. Dachte ich mir fast. 500 Metern links. Sobald du das Auto gewechselt hast, bist du in Sicherheit. Ist nur eine Fleischwunde. Fahr weiter. Langsam. Okay, da links ist die Einfahrt. Sekundärfahrzeug auf Ebene 1. Auto wechseln und so schnell es geht zum Exfiltrationspunkt. Warte. Was macht der da? Wo tippt denn der drauf? Wir haben das Sekundärfahrzeug, Dusty. Mach schnell! Wenn wir das Ding abschnappen, wir uns Hassan und verschwinden hier. Das geile rote Ding da? Teufel ist da! Scheiße, wo kommen die denn her? Los, los, bring uns hier raus! So, wir zum Thema Sekundärfahrzeug. Weiter voraus. Stecken fest, Dusty. Auf der anderen Seite geht's raus. Fahr nach oben. Reacher nach oben. Oberste Ebene. Oberste Ebene? Das klingt nicht gut. Fahr raus. Nach links. Nach links? Hier musst du rechts. Ich verwirre mich nur, ich fahre einfach nach den Pfeilen und nicht, was du sagst, Kumpel. Fahr nach links.
Hatte ich vor, stell dir vor. Holla die Waldfee. Ah, da ist Licht. Licht, ich mag Licht. Jetzt wieder runter. Warte. Ich habe euch im Auge. Fahr weiter. Schicke, schicke. Achtung! Ich hoffe nicht zu lassen. Cool, Bruder. Der ist erledigt. Sehr gut. Aufpassen. Nach links? Oh, das andere links, oder? Ah, nee, das war ja links. Das war links, stimmt. Ha, oh, bin ich gut. Hör mal her, ich hab hier Sand als diesen Hassan Sicherheitsstellen. Ist nur eine Fleischwunde, fahr weiter! Achtung, da kommt er! Sieh ihn, oh, rein, hey! Fletcher. Links geht's, zieh rüber! Umfahr ihn! Aufpassen! Ach, umfahren! Also umfahren, nicht umfahren. Ich wusste, du würdest das sagen. Gib mir irgendwas, Hans, wie sie sagen. Du hast so, den Pitcher. Hab in den Sturm. Hab ihn. Er ist immer noch da. Ihr müsst ihn abhören. Basti, wir sehen hier absolut gar nichts. Roger. Das ist egal. Lass dich sehen wird immer bewertet. Vorsicht, linke Seite. Komm schon, wo ist die Nitro-Einspritzung, wenn man sie mal braucht? Was ist da unten los, Leute? Sehe ich das gleich null? Ja. Doch, ich sehe immerhin die Autos, die mir entgegenkommen. Die Drohne musste wegen der Chance abdrehen, bringe sie in Position. Was tut denn der da? Ah, fährt er hier einfach auf dem Standstreifen weiter. Super, ich dachte, der Standstreifen gehört mir. Spaß! Dusty, hast du unseren Verfolger auf dem Schirm? Negativ, bitte, ist die Warnung. Sat al-Din vermutlich auch. Au, oh, heilige Kacke. Komm schon, der Ableg ist doch fast fertig. Lol, gebremst. Was zur Hölle? Ich denke, er ist weg. Gute Arbeit. Sieht gut aus, kommt so schnell es geht zum Exfiltrationspunkt. Wo zur Hölle ist der? Das Auto sieht übel aus, seid ihr okay? Ja, wir sind in der Nein! Nein. Autsch! Geil. Au. Heilige Scheiße, das sah übel aus. Scheiße. Wir haben seit Stunden nichts von Mother und Breacher gehört. Ich brauche also gute Nachrichten. Hassans Laptop war voll davon. Es ist wie wir dachten. Hassan regelt die Logistik. Die Sache ist komplex, aber darauf läuft's raus. Klerikas Netzwerk benutzt zwei Schiffe im Hafen von Dubai. Und das PET aus Somalia und im Jemen? Woher kommt das? Doch nicht aus Dubai. Nein, wir haben das Schiff bis zum Suezkanal zurückverfolgt, dann verlor ich die Spur. Scheiße. Nein, ich bin noch nicht fertig. Der Laptop war eine Schatztruhe. Wir haben Zahlungen auf Konten gefunden, die auf Stoban Bocic in Sarajevo zurückgehen. Echt jetzt? Ja, er ist ein Waffenhändler. Die Dschihadisten nennen ihn Mohandes, den Ingenieur. Ein gängiger Ehrentitel für Kämpfer mit Bildung und technischem Know-how. Das dürfte gut für sein Ego sein. Und für sein Konto. Wieso das? Der Kerl ist kein Fanatiker, dem geht's nur ums Geld. Wie kommen Sie darauf? Ich habe keine Daten, die das belegen würden. Hab mit ihm gearbeitet, hat die Bosnier mit Waffen versorgt. Mitte der 90er hat er uns geholfen, serbische Kriegsverbrecher zu jagen. Ist ein Überlebenskünstler und verdammt gierig. Ehrlich? Kommen Sie an ihn ran? Nein, aber jemand anderes. Und er wird es lieben. Dusty, hat mich schon gefragt, wann du anrufst. Heute ist dein Glückstag. Wie es aussieht, ist unser alter Freund Stoban Bocic, unser PETN-Lieferant. Dieser Mistkerl. Hab ich nicht gesagt, der Kerl taugt nichts. Doch, hast du, Mann. Wenn du ihn kassierst, gebe ich einen aus.
Soweit ich weiß, hat er eine kleine Armee da oben. Dann mach sie noch kleiner. Hab verstanden. Dann mach sie noch kleiner. Gut, da sind wir wieder, Sergeant Stump. Was ist das Abbruchsignal? Blue Ridge. Nett. Blue! Ridge! Alles klar. Wir kommen zu euch. Greco, du stehst also immer noch rum und starrst Löcher in die Luft. Du bist noch ganz der Alte. Siehst immer noch überall nur Löcher. Wie ist es gelaufen, Kumpel? An alle, das ist Voodoo. Macht alles, was dieser Mann euch sagt, solange ihr ihn nicht in einem Puff in Damaskus treffen sollt. Das war doch deine Idee, oder nicht? Möglich. Wie geht's denn so? Es lief ganz gut. Ja, ja. Hab ich gehört. Es heißt, du bist jetzt der große Chef. Aber nichts hält ewig, stimmt doch, Greco. Nein, nein. Einschließlich Bojack. Er ist nicht mehr auf unserer Seite. Przygotujcie się! Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn überraschen. Zu spät. Runter. Gehen wir. Ogo, ogo, nicht wahr? Vorsicht! In den Trümmern sind USB-Vs versteckt. Meine Männer haben sie markiert. Weicht ihnen aus. Habt ihr gehört? Haltet euch von der Farbe fern, Leute. USB-Vs? Greco strzelają do nas w Plazie Narodów Zjednoczonych. Also Minen. Moment, Neugierde. Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Klingt nicht gut. Ah, stimmt, ich bin ja gar nicht Dingo oder Tick. So, da geht's nicht weiter. Oh, wie nett. Hey, warum hat sie dann meine Waffe gewechselt? Das gefällt mir nicht. Naja, das Tölchen ist auch nicht schlecht. Aber das Ding hier ist besser. Okay, Shift, um den Atem anzuhalten. Granate? Ah, nee, nix Granate. So, was war jetzt mit Zielfernrohr umschalten? Schauen wir mal, da unten müsste es stehen. Feuermodus. Nee. Leute? Wo ist denn der noch? Ach, da. Sehr schön. Da war noch einer. So, den haben wir auch. Puff! So, noch wer? Ah, da ist keiner mehr. Warum schaltet er dauernd meine Waffe um? Was soll denn das? So. Okay, scheinbar ist da doch noch wer. Wo denn? Ich höre noch Schüsse. Also jetzt gerade nicht, aber da? Nee. Da. Komm raus. Los. Könntest du mal rauskommen? Kümmert den Scheiß, gut. So, ah, da hat noch einer.